So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht noch nicht richtig. Weil jeder kennt von euch dieses Set, habe ich natürlich auch angeboxt, aber jetzt lassen wir hier die Luft raus. Psst. Zack, da ist es. So sieht also das passende Polypack davon aus. Das ist das Lego Batman DC Polypack mit der Nummer 30455. Batmobil. Wirklich brandneu und aktuell. Rund 3,99 Euro, also 4 Euro, habe ich vorhin dafür bezahlt. Aber ich fand es eigentlich klasse, weil das ist ja wirklich das Batmobil in Mini, was es ja auch in groß gibt. Und dann nochmal in viel, viel größer. Also gibt es das brandneue und aktuelle Batmobil in drei verschiedenen Größen. Ist natürlich witzig. Aber wie groß das jetzt wirklich ist und ob sich das lohnt, die 4 Euro dafür auszugeben als Dekostück oder viele sammeln ja nur diese kleinen Autos, denen möchte ich das jetzt alle zeigen. Also, wie gesagt, ich baue und öffne jetzt das Lego Batman DC Polypack mit der Nummer 30455, das Batmobil. Schauen wir uns das mal an. Natürlich nicht ganz aufschneiden, weil ich weiß nicht, was ich damit mache, ob ich es wieder reinpacke. Und wie gesagt, so viele Teile wird das nicht haben. Deswegen ist das mal wieder eine Geschichte, die ich vor die Kamera versuche zu bauen. Also, müsste mich so ein bisschen weiter weg, dass ich nicht, das ist die Bauanleitung. 21 Schritte, aber ihr seht auch große Schritte, das scheint ziemlich schnell zu gehen, also fangen wir jetzt direkt mal an. Graue lange Platte, Dreier schwarz, wo ist sie? Das ist eine Glatze, Dreier schwarz, da ist sie, hinten, dann die Vierer graue, nach vorne hin, das Ganze umdrehen, zack. Schwarze hinten, jetzt kommt, ich sage immer so schön, Winkelstein. Ist natürlich jetzt nett gemeint, jetzt kommt irgendwie, ja, eben ein bisschen auseinanderpacken. Dieses Teil, nee. Ja. Ich muss mal hier gucken. Ah, noch ein Dreier. Kommt also hier hin, so rum nämlich gesehen, und dann kommt dieses Teil hier vor. Das hat mich nämlich jetzt irritiert, die Bauanleitung. So, und dann kommt die Hinterachse, kommt richtig da dran gerückt, und die Vorderachse nach ganz vorne. Also ihr seht schon, der Wagen, der steht etwas schräg. Sieht natürlich dann richtig cool aus. Dann das Ganze wieder umdrehen. Hier vorne kommt jetzt der schwarze Winkelstein hin. Ja, ich weiß, der heißt nicht so. Aber ihr müsst, einige von euch müssen ja auch immer was zu lästern haben. Dann kommt der da drüber. Zack. Kotflügel hier drüber. Sieht schon wie ein Auto aus. Dann kommt ein Vierer, der kommt hier zwischen, dann den runden, diesen hier. Aber ich muss sagen, schaut mal, der wird ganz schön dick. Das muss man ja mal lassen, der wird richtig fett, das Auto. Oder, ja, das Batmobil, bevor andere wieder was zu meckern haben. So, und dann haben wir... Ah, die zwei grauen Winkelsteine hier hin. Ich fand mich jetzt gerade wieder orientiert. So, dann kommt noch ein Winkel in schwarz, kommt hier hinten hin. Und jetzt die anderen Runden, diese grauen Runden. Sieht man nicht so richtig auf dem Bild, die sind aber gemeint, die kommen hier zwischen. Ups.
einmal, zweimal und wieder dran, dass es praktisch eine Höhe ergibt. So, und dann kommt zwei schräge graue, kommen hier vorne einfach nur dran, einmal und zweimal. Das war das Einzige, was auf dem Bild war. Geht weiter. Jetzt natürlich die graue kommt hier vorne hin. Der graue Goldklumpen, weil er abgerundet ist. Und die erste glatte Platte ist hier vorne hin, der Reihe. Dann steht er da drüber. Ach, soll drüber stehen, so ungefähr. Aha, okay. Das hat mich jetzt orientiert. Dann geht's weiter. Zwei Dreier. Einmal rechts. Einmal links. Dann kommen die Klimmsteine. Einmal rechts, einmal links, nach vorne hin. Einmal. Zweimal. Der hat aber auch schon eine etwas größere Größe wie der letzte Mal in das Lego Batman Magazin war. Der ist etwas größer, wuchtiger. Dann kommen diese beiden Steine. Einmal. Zweimal. Dann ist die erste Seite fertig. Dann kommt es auf die nächste Seite. Größere Teile jetzt. Ein Winkelsteinlose, einen runden, der kommt hier vor und jetzt kommt, wo bist du? Da ist er. So, das Ganze kommt dann nach hinten, so hier drauf, dann kommt der runde graue, wo bist du? Ach, hier ist doch. Der kommt hier dran und da kommt schon die erste Wasserstoffflamme. Ja, die neuen haben ja alles diese blauen Wasserstoffflammen. Ich weiß es auch nicht, warum. Aber naja, viele sagen jetzt, weil es in den Filmen so ist. Dann kommen die schwarzen. Einmal. Zweimal. Die glatten. Einmal und zweimal. Seht ihr, so sieht es bis jetzt aus. Gar nicht mal so schlicht. So, nächste Seite. Ein Dreier, zwei Dreier müssten jetzt noch da sein. Okay, zwei Dreier. Einer kommt hier hin. Dann kommen die zwei. Einer, einmal. Ich meine natürlich die Vierer mit den einer Noppe oben drauf und der Dreier. Der nächste kommt hier vor. So, das erstmal. Jetzt kommt die glatte Platte. Dreimal die transparenten Doppelsteine. Einmal, zweimal, dreimal. Und dann kommt das Ganze hier drauf. Das ist praktisch. Ah, ihr seht. Es soll die Scheibe darstellen. Aber naja. Größe passt nicht ganz. Jetzt kommen die transparenten Schrägen davor. Einmal. Drei Stück an der Zahl. Zwei. Drei. Sieht natürlich jetzt mehr aus wie eine Scheibe. Seht ihr das? So, die Scheiben. Zack, zack, zack. Hinten kommen die drei schwarzen hin. Einmal. Zweimal. Dreimal. Jetzt kommt
Dieses Teil hier drüber. Ah, der wird höher gebaut. Alles klar. So, dann kommen die Kotflügel dran. Nochmal ein bisschen wuchtiger gebaut, dass er eben aggressiver aussieht. Dann kommen diese Teile hier schräg dran. Und das jetzt mit meinem dicken Finger. Alles klar. Schönen Dank, dass die jetzt erst dran kommen. Aber ich guck mal. Einmal. Und zweimal. Eben mal schauen. Aha, hinten kommen die auch nochmal rein. Einmal. Ups. Na, komm jetzt her. Das ist, wenn man ärgerlich dicke Finger hat. Seht ihr, hier kommen zwei Stücke rein. Wird der Motor sein, hier eine Seite. Kennt man von den großen, wo die kleinen Wasserstoffflammen rauskommen. Aber wie gesagt, das ist fertig. Ja, genau. Die kommen jetzt hier hinten rein. Einmal. Zweimal. Oh, da sind einige Teile aber über. Die Bereifung. Halt, stopp, halt, stopp. Habe ich jetzt den richtigen genommen? Da ist der große nämlich. Einmal die fetten für die fetten Reifen. Der hat nämlich zwei verschiedene Reifengrößen. Einmal. Zweimal. Oh, da ist einiges mehr bei. Zack. Zack, vorne einmal, zweimal, zack, zack, das war's. Und ihr seht, ein paar Teile über. Jetzt kommt es natürlich. Ha, seht ihr? Er sieht schon richtig wuchtig aus. Muss man echt lassen. Aber ich finde das ja mit dem Wasserstoff das Neue nicht schlecht. Jetzt könnte man hier noch welche ansetzen. Ich habe ja genug, aber das Auto an sich, naja, ist natürlich jetzt, gehört es zu den kleinen Batmobile, die man schon kennt. Weil wir haben ja das. Wir haben ja das aus dem Magazin. Wir haben das ältere. Ihr seht, kann man eine ganze Serie mit aufbauen. Ich tue mal die Kamera umschwenken, dass ihr das alles sehen könnt, vernünftig. So, seht ihr das? Es sind alles so hintereinander. Das ist das brandneue, was in das Polypad drin ist. Magazin, älteres müsste zum Spiel gehören. Aber nichtsdestotrotz kann man das ruhig dazu packen. Ihr seht es selber, es passt von der Größe her. Sieht auch witzig aus. Ich werde natürlich irgendwas von Lego Batman unter dem Video verlinken. Sicher und bequem auf jeden Fall. Ihr schreibt mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr das Batmobil findet aus dem brandneuen und aktuellen Polypack mit der Nummer 30455. Naja, es ist ein Batmobil, man sieht es. Aber nichtsdestotrotz, das Wichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin. Und schau zu.